Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln. Dieses Zitat prägte einst William Shakespeare. Und das ist auch Thema unserer heutigen Sendung. Das Zitat von William Shakespeare, mit dem ich eingestiegen bin, dass unser Schicksal nicht an den Sternen liegt, sondern an unserem Handeln, stimmt ja eigentlich so konkret auch nicht, ne? Sondern es ist ja dann eigentlich das schon, was vor dem Handeln kommt, oder? Ja, auf was beruht unser Handeln? Ja, genau. Und eben nicht auf den Sternen oder nicht an den Genen, sondern aufgrund unserer Überzeugungen. Nur das Dumme an den Überzeugungen ist, dass die meisten uns unbewusst sind. Also wenn man sehr vereinfachtes Beispiel nimmt, dann wäre das, wie früher Computer aufgebaut waren, Benutzeroberfläche und Betriebssystem. Und das Betriebssystem, ich sehe die bunten Bildchen der Benutzeroberfläche und sage, das ist doch die Wirklichkeit. Aber die Rechnerleistung läuft nicht an den bunten Bildchen, sondern die läuft eine Ebene drunter, die wir aber nicht sehen. Und entsprechend aufgrund unserer Voreinstellung, unserer Grundannahmen, erschaffen wir die bunte Welt unserer Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, und den Geschmack der Wirklichkeit. Aus meiner Erfahrung, ich arbeite ja mit vielen Menschen zusammen, die auch Gesundheitsthemen haben, oder mit verschiedenen Sachen, die man als Störung, als Unangenehmes bezeichnet. Dysbalance. Dysfunktionales Verhaltensweisen in diesem Zellapparat. Und welche Grundannahmen sind das denn, die immer wieder ganz ähnliche psychische und oder körperliche Reaktionen auslösen? Und in vielen klassischen Verfahren, Therapien geht es ja drum, ja, das tritt ja auf, weil, und du traumatisiert bist, weil du das und das bist. Nur erschafft es ja eine Identität auf einer Ebene, die nicht existiert. Also die Vergangenheit, jede Vergangenheit existiert ja nur in unseren Köpfen. Also wenn ich mich jetzt an ein Ereignis gestern, vor einem Jahr, vor 10 Jahren aus meiner Kindheit erinnere und so richtig erinnere, also dass da emotional in mir auch etwas läuft, ist es ja reines Kopfkino. Mhm. Also es ist nicht das Ereignis meiner Kindheit, sondern es sind die abgespeicherten Bits und Bytes, die in mir das Informationsfeld sichtbar werden lassen, spürbar werden lassen und die aus Information Energie erschaffen. Und jetzt interessiert mich die Story, was damals war, oder interessiert mich der Ladungszustand, der in meinem Kopf sozusagen je immer erschaffen wird, immer die gleiche Energie, und der sich in den ganzen Körper auswirkt. Ja, und doch auch verstärkt, oder? Und wieder dadurch verstärkt. Dass er immer wieder gedacht oder immer wieder stattfindet im Kopf letztendlich. Dann erschaffe ich, reinszeniere ich das Drama immer wieder. Mhm. Und je mehr ich in das Drama einsteige, das damals passiert ist, ja, jetzt weiß ich halt, warum es mir heute so schlecht geht. Und diese Identität erschaffe, wie eine Visitenkarte, ja, ich bin eben. Und jetzt könnte man irgendwie eine Diagnose einsetzen. Und das bin ich ja schon von klein auf. Ach, du hast noch überhaupt keinen Zugang gefunden ins Quantenfeld, dich anders zu definieren. Also der kleine Ausschnitt meiner Ich-Identifikation. Ja, ich bin halt irgendwas Patient. Ich bin halt traumatisiert. Ob du das bist, ob du das nicht bist, habe ich keine Ahnung. Ich bekomme nur mit, dass du im Moment aus einer Geschichte, die Bits und Bytes im Kopf erschaffen,
dass du eine bestimmte Energie erschaffst, die bis zu dem führen kann, ich werde vollkommen atemlos. Ich kriege keine Luft mehr. Es könnte ein Zittern entstehen. Ich sehe doch, ich spüre doch, dass das Wirklichkeit ist. Ja, aber wer erschafft denn die Wirklichkeit? Mhm. Und dann sind wir bei diesem Thema, bei dem Wort manifestieren, das ich ein bisschen schwierig finde. Mhm. Ich würde es Schöpferkraft nennen. Ja. Wie erschaffe ich die Wirklichkeit, dass plötzlich mein ganzer Körper zittert, dass ich keine Luft mehr bekomme, dass ich rot werde? Wer erschafft das denn? Da ist doch keiner. Wir haben nur keine Ich-Identifikation bislang aufgebaut zu dieser Schöpferkraft, die genau das schafft an Phänomenen, das ich gerade wahrnehme. Und jetzt gehen ganz viele Methoden dran und wollen die Phänomene abschaffen. Also das Zittern, die Atemnot, das Rotwerden. Also die Auswirkung. Ja, das, die Auswirkung, die Symptome. Wo ich so sage, das ist die Information, auf die es ankommt, will ich wegschieben. Mich interessiert ja, ach sag mal, du fängst das Zittern an. Lass uns doch mal schauen, wie du das machst, was du machst. Also je mehr ich Experte werde für das, wie in mir Symptome entstehen, wie ich das mache, dass ich rot werde, dass ich keine Luft mehr bekomme, dass mir die Sprache wegbleibt. Wie mache ich denn das? Und das bedeutet, immer bewusster zu werden, eine Ich-Identifikation aufzubauen mit dem Teil, der eigentlich im Kern diese 70 Billionen Zellen steuert. Mhm. Und das ist eben ein völlig anderes Feld, als Symptome wegzumachen. Mit Symptome wegmachen kommen im Grunde genommen, ist jetzt etwas bös formuliert, Opfer, die sagen, ich bin Opfer von diesen Symptomen, mach die weg, lieber Experte. Und auf der anderen Seite braucht's eine Neugierde. Sag mal, wie mache ich denn das, dass ich das Zittern anfange? Jetzt interessiert mich ja, wie komme ich dort dahinter? Wie werde ich immer bewusster, wie diese Phänomene in meinem Körper entstehen? Und das ist dieser Weg des Bewusstseins, dass es eben nicht an den Sternen hängt, sondern an unserem Handeln. Aber unser Handeln, aufgrund von welchen Überzeugungen kommt denn der einzelne Gedanke? Wie kommt man jetzt da drauf? Weil es ist ja am spannendsten wahrscheinlich, wenn jetzt gerade der Mensch sich vielleicht in dieser Situation befindet, ihn dazu befragen, ne? Was hat dich denn jetzt in diese Situation geführt? Ist der Mensch dann in der Lage, das zurückzuverfolgen? Oder? Ja, es ist im Grunde genommen, ja, ist es ein viel einfacher Weg als das, was wir heute gewohnt sind. Mhm. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe Angst, nehmen wir Höhenangst als Beispiel. Mhm. Und zu sagen, das erlebt ja jemand ganz konkret, da tauchen Ängste auf. Und jetzt ist dieser erste Schritt, weg aus den Inhalten zu gehen. Und das klingt als erstes mal etwas irritierend, schnottrig oder so. Du, ob es diese Angst gibt oder ob es die nicht gibt, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Also das kann sein, kann nicht sein. Ja, aber ich spüre sie doch. Ja, lass mal das mal weg. Sag mal, was spürst du denn, was nimmst du wahr, das dich wissen lässt, dass du Angst hast? Und dann kommen ganz konkrete Körperwahrnehmungen. Mhm. Angst ist im Grunde genommen eine Bewertung von Phänomenen, wo wir gelernt haben, wenn meine Knie das Schlottern anfangen, wenn der Kiefer irgendwas macht, wenn die Atmung sich so und so verändert, das ist Angst. Aber die wahrnehmbar, also ich muss dort eine Bewertung glauben, wahrnehmbar dahinter ist zum Beispiel das Phänomen mit den Knien.
oder mit dem Kiefer oder das, ja, der Schweiß mir runterläuft. Oder schneller Herzschlag. Herzschlag, oder, das ist alles Zittern, wahrnehmbar. Ne? Genau. Und jetzt, was jemand rausgreift, was für die Person besonders wahrnehmbar ist. Ah, ist ja spannend, lass uns das mal anschauen. Und dann kommen eben unterschiedliche Zugangswege. Stell dir mal kurz vor, dieses Herzrasen würde 10-mal oder 100-mal schlimmer, also nur so 2 Sekunden zu Besuch in den Gedanken gehen. Oh. Was käme dann? Und dann kommt im Regelfall ganz spontan eine Reaktion. Ah, dann wäre ich tot. Ah, hast du Lust? Ich darf leben. Sollen wir mal schauen, ob das da ist? Also, dass die Reaktion, die auf dieses, stelle nur mal kurz vor, da passiert was. Was käme dann? Dann könnte, ich darf leben, ich bin willkommen. Ja, also können unterschiedliche Sachen kommen. Kann es sein, dass das in deinem Leben irgendwann mal eine Rolle gespielt hat? Und plötzlich kommt auf die Körperwahrnehmung und kommt eine Reaktion wie, ich bin willkommen, ich bin als Mädchen, als Junge willkommen, irgendwie eine Reaktion drauf. Und mit dem geht's weiter. Mhm. Also ich habe das erste Mal, das ist über 20 Jahre her, erlebt, da kam ein Herr zum Coaching und hat gesagt, Höhenangst, also diese modernen Glasgebäude und jetzt war wieder ein Empfangs- und Treppenhaus und alles in Glas. Oder ein Außenaufzug mit Glas oder ganz Gott. Genau. Mhm. Und es ist so schwierig, dort kann ich nicht hingehen. Ich sagte, du, ich habe keine Ahnung, ob es Höhenangst gibt, ob es nicht gibt, was da ist. Dann lass uns doch mal schauen, was es auslöst. Und wir haben damit gearbeitet. Wir waren da so einen ganzen Tag zusammen. Und dann sagte ich so, ich hatte ein Parterrebüro in München und du, 10 Minuten weg ist das Technische Rathaus. Und das ist so ein modernes Glasgebäude, rund, Glas und Metall hinterm Ostbahnhof. Und dann sind wir dorthin gegangen. Öffentliches Gebäude, also Technisches Rathaus meint das Gebäude, wo die Baugenehmigungen und U-Bahn-Bau, all sowas geplant wird. Und dann gibt es eine Aussichtsterrasse, vorne so eine kleine Cafeteria, dahinter ein Aufzug, ich weiß nicht mehr, 20., 22. Stockwerk und dann Aussichtsterrasse und das war damals nur mit so einem kleinen Balkongeländer, also noch nicht so gesichert, wie wir heute sowas kennen. Und ja, also ich fand einen tollen Ausblick. Und er klebte mal hinten, wie wir im Aufzug hochgekommen sind, an der Wand. Haben wir halt im Treppenhaus weitergemacht, schweißnass. Und immer dieses, was nimmst du gerade wahr? Also was ist wirklich die Wahrnehmung? Und plötzlich waren wir dann, glaube ich, irgendwie kamen andere Leute, sind wir so auf die Nordseite gegangen und da ist so ein Rauschen von der vierspurigen Straße und Bahnunterführung. Und dann plötzlich war der Satz da, wenn ich der Stimme folge, stürze ich zu Tode. Mhm. Spannend. Und mit dem, wenn ich der Stimme folge, kennst du das irgendwoher? Und ein ungefähr 50-jähriger Mann, recht hoch im Management, aber halt als angestellter Manager, mein Vater, der wusste immer alles besser. Und der hatte ja irgendwie ein eigenes Unternehmen. Und plötzlich kam eine Story zum Vater und dieses, sozusagen, sein Ton rauscht immer weiter fort. Und sein ganzes Leben war eigentlich auf Opposition aufgebaut. Mhm. Und plötzlich an dem, also es klingt jetzt sehr einfach, es war sowas wie, ich darf meiner eigenen Stimme folgen, meinem Herzen, so dieses in mir anzukommen. Und diese Opposition zu diesem Vater, die irgendwie vermutlich schon Jahre, Jahrzehnte hergelegen hat, die das Ganze wie so ein Stau, so eine Kampfstimmung und nicht einen Fluss bewirkt hat. Und plötzlich mit dem, ich selber zu sein,
hat er sich so umgeschaut, Glastür aufgemacht, auf die Terrasse gegangen. Mensch, hat man hier einen tollen Bergblick. Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Wir waren da schon 2 oder 3 Stunden oben. So lange? Wow. Und wir sind da, also immer an dem, was nimmst du gerade wahr? Ah. Also es hat sich gedreht, gedreht, gedreht und ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ich wusste nur eins, da muss eine Information kommen, aus der eine veränderte Energie entsteht. Und es ist im Grunde genommen reine Präsenz. Ja. Und in dieser reinen Präsenz zu bleiben. Und der hat mir dann gesagt, es fühlt sich, er spürt sein schweißnasses Hemd, er erinnert sich an das Schlottern der Knie, an alles, was gerade an Körperphänomenen da war. Steht jetzt vorne am Geländer und es wirkt in seinem Kopf, als wenn er irgendwie Bilder von einem alten Winnetou- oder John Wayne-Film sieht. Es wirkt wie ganz weit weg, die Erinnerung ist da, aber es betrifft ihn nicht. Und das meine ich mit Selbstheilkraft. Da wird ein Feld aktiviert, das aus diesem Quantenraum, also aus diesem Möglichkeitsraum stammt, das aber bisher durch die Überzeugungen versperrt war. Also im Grunde genommen ist es eine Erklärung für die Matrix, in der wir leben, also unsere individuelle Matrix, die halt durch eine gesellschaftliche Matrix mitgespeist wird. Was erkennen wir als Wirklichkeit an? Und diese Matrix, ich spüre immer wieder die gleichen Dinge. Und indem ich das Gleiche spüre, erschaffe ich mir immer wieder die gleichen Stresshormone oder Glückshormone und meist sind es halt Stresshormone, die bestimmte Reaktionsweisen in meinem Körper auslösen. Also es ist im Grunde genommen, ist es ein ganz einfacher Vorgang. Und es ist dieser Ausstieg aus dem Inhalt meiner Gedanken. Also bin ich derjenige, der den Gedanken, also der Inhalt meines Gedankens, oder bin ich der Schöpfer des Gedankens, des Gefühls, der Empfindung? Weil wenn ich den Inhalt glaube und nicht in ein beobachtendes Bewusstsein gehe, ah, da kommt gerade der Gedanke, der letzte Dreck zu sein. Oh, spannend. Also das bedeutet ja, ich springe rein, ich bin der letzte Dreck. Also bin ich das. Wenn ich lerne, den Inhalt des Gedankens zu beobachten, es ist eine Schulung in Bewusstsein, es ist eine Schulung, unser Gehirn anders zu verwenden. Mhm. Im Grunde genommen werden wir ohne Gebrauchsanweisung für diesen Großrechner da oben ausgeliefert mit der Geburt. Und unser Job im Leben ist eigentlich, unsere Gebrauchsanweisung zu entdecken. Und zu merken, ich bin viel mehr, da ist viel mehr Potenzial da, als das, was ich heute von mir glaube. Und je mehr ich eben in diese Opferrolle gehe und meine Schöpferkraft abgebe an Experten, umso weniger Spaß macht halt diese Lebensspanne. Ja, und eben umso schwieriger ist es der Weg dann halt wirklich eben in die Gesundheit von Körper, Geist und Seele zu gelangen. Ne? Also je mehr ich mich im Außen orientiere, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, es geht um unsere ureigene Schwingung, zu spüren, ah, das ist meins. Und nicht an den Gedanken, Gefühlen, Empfindungen. Meine Überzeugungen erschaffen mir die gerade. Aber ob ich das bin, ob ich das nicht bin, das weiß ich nicht. Herzlichen Dank für dein Interesse, in deine ureigene Schwingung zu kommen. Abonniere jetzt meinen Kanal und bewerbe dich für ein kostenfreies Erstgespräch in dem Link hier unten in der Beschreibung.